Glückstal ist zur Legende, ja zum Mythos geworden, die in vielen Varianten erzählt und weitergegeben wird. Wir beziehen uns auf die Aufzeichnungen unseres einstigen Ortschronisten, Herrn Adolf Bräutigam, der in seinen Neuhäuser Kalenderblättern unter anderem darüber schrieb. Ein Unglück soll es gewesen sein, so in dortiger Gegend, ein Insekt die Bäume benagte und so vergiftete, dass sie alle abstarben, schrieb 1781 Kessler von Sprengseisen in seiner Topographie des herzoglichen Sachsen-Coburg-Meiningischen Anteils am Herzogtum Coburg. Und es muss angenommen werden, dass der Borkenkäfer oder ein anderer Forstschädling die Wälder vernichtet hatten. Die beiden Lauschaer Glasmacher Stefan und Johann Greiner suchten bei der Landesherrschaft in Meiningen um eine Konzession für das Betreiben einer Glashütte nach, die sie Glückstal nennen wollten. Das vom Forstschädling übrig gebliebene Holz konnte man für die Glasherstellung verwenden. Sie erhielten 1737 die Konzession. Man rodete das Land, baute Wohnhäuser, eine Glashütte und Nebengebäude und legte Äcker und Wiesen an. Bei der Bewohnbarmachung der Glashüttensiedlung Glückstal stellte man bei der Gründung der Häuser fest, dass dort schon Behausung gestanden haben mussten. Vermutlich eine Schmiede. Auch fand man im Boden Pechreste, wahrscheinlich von einer ehemaligen Pechhütte. In der Nähe der Siedlung fand man Reste von ehemaligen Hammerwerken. Am 13.08.1738 begann man mit der Glasherstellung. Es wurden unter anderem Wein- und Biergläser hergestellt. Das Glas, so wird berichtet, soll von guter Qualität gewesen sein. Es behielt seinen Glanz und seine Reinheit und wurde nicht blind. Das Geschäft ging gut. Man exportierte die Waren sogar nach Russland, Spanien und in die Türkei. Solange das Bruchholz reichte, arbeiteten 24 Männer am Ofen, doch schon 1768 ging das Schadholz zu Ende und der Meininger Hof kürzte die Holzzuweisung auf ein Drittel. 1845 brannte Bernhardsthal ab. In diesem Jahr starb auch der letzte Hüttenmeister, Traugott Christian Greiner, der mit anderen Bewohnern auf dem kleinen Waldfriedhof in Glückstal beerdigt ist. Das Ende für die beiden Glashüttenstandorte Glückstal und Bernhardsthal kam 1890-91, als sie geschleift wurden. Zwei Häuser aus Glückstal wurden nachweislich in Lichte, heute Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, wieder aufgebaut. Eines davon das Hüttenmeisterhaus von Glückstal, das noch heute am Pisau-Viadukt steht. Eine letzte Episode aus der Glashüttengeschichte von Glückstal ist erst vor wenigen Jahren zu Ende gegangen. 1992, also über 100 Jahre nach dem Schleifen der beiden Glashütten, kam Professor Leschin aus Brüssel nach Neuhaus am Rennweg. Er ist ein Nachfahre der Greiners aus Glückstal und besitzt ein Ölgemälde, auf dem Glückstal in seiner vollen Blüte dargestellt ist und das in seiner Familie von Generation zu Generation weitervererbt wurde. Ohne es bestätigt zu wissen, muss das Gemälde wohl im Jahre 1831 von Glückstal nach Belgien gelangt sein. Vermutlich nahmen es die damaligen Auswanderer als schöne Erinnerung an ihre Heimat mit nach Belgien. Glückstal wird auch heute noch liebevoll gepflegt. Der kleine Waldfriedhof, wo die ehemaligen Bewohner ihre letzte Ruhe fanden, liegt unter Fichten und Tannen versteckt. Ein Gewölbekeller ist als Bodendenkmal in die Denkmalschutzliste aufgenommen worden.
Die Thüringer Waldvereine Lauscha und Neuhaus am Rennweg fühlten sich seit ihrem Bestehen immer für die Pflege von Glückstal verantwortlich.